Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rayman Legend. Leider ist das Problem, ich spiele es ja jetzt in Zukunft auf dem PC weiter, statt auf der PS4, muss ich es leider nochmal von vorne beginnen. Macht aber nichts, mir ist aber eingefallen, dass ich die Folge als Überlänge beziehe und bis Folge 3 durchziehen kann. Sozusagen, dass ich von der PS4-Plattform habe ich ja zwei Folgen, glaube ich, insgesamt gemacht, dass ich dann 1, 2 und dann 3 nochmal mache. Also quasi, wie gesagt, eine Folge in Überlänge und jo. Schön, dass ihr einschaltet. Hallöchen. Ich weiß nicht, wie es bei euch so aussieht bei diesem schönen Montag, aber das ist so ekelhaft draußen. Uah, das macht einen feucht. So. Sagen wir mal, starten. Wir müssen ja wohl ein neues Spiel starten. Ne? Ich hoffe mal vom Sound her im Hintergrund ist es ganz gut. Ich werde mein Mikro auch ein bisschen weiter runterstellen. Warte mal. Wo ist er denn? Da. Da ist er. So. Ein Jahrhundert. Ein ganzes Jahrhundert. Hemmungslosen Gähnens und Schnarchens. Es scheint, als wären die Helden der Lichtung der Träume einen geheimnisvollen Schlafzauber verfallen. Aber vielleicht brauchen sie auch nur eine Mütze Schlaf. Unterdessen vermehrten sich die Albträume. Sie breiteten sich aus und erschufen neue Dämonen. Grauenhafter als jemals zuvor. Alter Schwede. Ach, es kommt der Drache wieder, stimmt. Da habe ich mich erst eine Mal so drüber richtig beäumelt. Oh Mann. Guck mal, das kleine Arschloch ist auch wieder an Bord. Den können wir ja auch noch. Jo. Mal gucken, wie die Tastenkombination hier aussehen. Drücke W, um deinen Helden aufzuwecken. Boom. Guten Tag. Ich hoffe, euch stört das nicht, wenn ich nebenbei ein bisschen qualm. Ah, okay, das ist aber hoch. Juhu, juhu, Rayman geht weiter. Yeah. Leertaste ist springen. Drücke S, um zu schlagen. Ja, passt ja irgendwie. Ja. Springe, ich springe. Guten Tag. Raus. Dich, 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 dich. Nee. Hä? Wie stampfen wir denn? Stampfen? Stampfen ist A, ne? Ah, ne, das ist treten. C.